Willkommen zurück zu Divinity Original Sin 2, dem Spiel, wo wir Schweine läutern. Damit die armen Viecher nicht mehr. Damit die armen Viecher nicht mehr brennen. So, das Vieh ist gesegnet, Leute. Diesmal möchte ich mich. Ach, immun gegen brennt, auch weil ich es gesegnet habe. Hier hinten war ich übrigens noch gar nicht viel mehr so auf. Verdammt, würde das Schwein bitte mal stehen bleiben? Ach, fuck. Ja, ich hab's geahnt. Hier hinten war ich nämlich auch gar nicht und ich möchte ja eigentlich auch gar nicht sein, oder? Wer ist er denn? Achso, ist ein hä? Achso, hier steht mitten drin, einer. Das ist einer zu viel hier. So, kann ich hier treffen? Möchte ich hier überhaupt kämpfen? Das sind so viele. Das möchte ich eigentlich anders angehen, oder? Vor allem von so von oben oder so. Ich könnte mich einfach aus dem Kampf zurückziehen. Eigentlich würde ich mit dem Schwein reden. Da kommt das nächste dran. Jetzt kommt erstmal, danach kommt der verwiesene Kuroman dran. Also der da. Kann ich irgendwie runterholen? Irgendwie? Nee, ich kann nur auf den da schießen. Der hat schon was gemacht, der Scharfschütze. Krieg ich die tot? Meine vier Rüstungen haben die nicht. Weil wir sie kaputt kritte. Ach, das ist genau das gleiche, was ich auch kann, nur mit anders. Das ist ein Frost, der hat jetzt einen Frostrost, das ist ja schön. So, denn der Kuromant, oder was ist ein Kuromant empfindlich? Gegen besonders empfindlich. Oh, der ist richtig empfindlich gegen Feuer. Da steht neben einem Wasserfass. Na, großartig. Hä? Wie konnte das denn passieren? Ein Eromant. Das ist ja wie ärgerlich jetzt. Was ist hier hinten eigentlich noch? Das habe ich noch gar nicht in Frage gestellt. Tiefenbewohner, das ist ja schön. Der Seelenrasser, also richtig viel Rüstung haben die auch alle nicht. Achso, ich habe jetzt ja das, die gute Feuerwaffe. Ihr seid es, ihr habt es gefunden, die Bestie, das Tier, den Versager, was? Leerenrutsch? Warum können denn hier alle teleportieren? Wo ich nicht. Mir fällt gerade so auf, ich sollte diesen Kampf vielleicht nochmal laden. Bin mir fast sicher, dass ich hier, gerade nicht ganz richtig bin. Feuersturm gerade auf dem Boden, sei ich gar nicht so schlecht, tauchen meine Leute wieder auf. Verwesend? Sturmbock, das ist die Fähigkeit, die meine Nahkämpfer dringend bräuchten, nicht haben. Oh, das ist gleich tot. Ja, bevor wir uns hier lange in den Kampf aufhalten, lade ich auf jeden Fall was Quicksave. Siegne halt ein anderes Schwein, was vielleicht nicht so doof wegrennt. Ich würde mich gerne mal mit den gesegneten Schweinen mal reden. Habt ihr noch was zu sagen? Warum zur Hölle hat Bractus Rex bitteschön Schweine mit Negrofeuer verzaubert? Das ist ziemlich arschig. Müde, kalt, Kopfschmerzen, also wie immer was. Achso, so geht's hier. Müde, kalt. Heizung, Decken. Da gibt's ja viele, was gegen so einen Müdigkeitszustand hilft, nicht wahr? Das zieht hier. Eigentlich sollten wir ja eigentlich mit Gratinia reden, dass wir ihr Segengefäß gefunden haben. So. Holen wir uns nochmal das Ding hier und reden vielleicht mit dem anderen Schwein da hinten. So, Quellen gestrengt. Dass die Quelle dann auch weggeht, das wird sehr ärgerlich, ne? So, Quiek. Quiek, Quiek. Was ist denn? Grunz, 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 Grunz. Jetzt rennt das scheiß Vieh wieder weg. Was ist denn los mit den Schweinen? Wo ist denn jetzt hin? Oder rennen die Schweine einfach jetzt off, wenn man die einmal gesegnet hat? Die scheinen ja einfach zu verschwinden, so wie es aussieht. Hm. Problem ist, mehr Quellenpfützen sehe ich hier leider gerade nicht. Das ist, wenn ich wollte, könnte ich nicht nur mehr Schweine löschen. Weil ich meine so... Bitte macht mein Leid ein Ende. Ja, das würde ich ja gerne, aber... Dafür brauche ich Quellenmagierpunkte und die liegen halt nicht überall rum. Gerade ob ich auch jetzt schon viel, dass ich die alle jetzt gerade verwendet habe, um welche dummen Schweine zu segnen. Ich weiß nicht, wie Schweine segnen, das scheint mir jetzt nicht gerade so wie das die höchste Kunst, die man schon mal machen wollte. Egal, wir gehen einfach zu Gratier und erzählen hier mal von der... Von der ernsten Geschichte. Da kriegen wir hier die Zugang, welche Quellenpunkte. Ja. Okay, jetzt. Kann ich irgendwelche Sturmbockfähigkeiten handeln? Kerbern? Hat Kerbern noch ein bisschen im Angebot? Blick hier auf den Grins. Ja, schön für ihn, aber. Band der Pein hat halt Nekromantiebücher hat er halt noch. Die findet ja auch ganz interessant eigentlich. Todeswunsch? Also, noch. Aufgelegte Leiche weg, wird dann. Ja, okay.
Okay, ja, schön. Todeswunsch. Ziel Teil deines Schadensmusters verloren. Lebenskraft spricht er leidet an jeder Runde Stichschaden. Ist ja schön. Das ist ein Schwarm Riesenmücken, der gegen das Böse ist. Das ist ja nicht ganz cool. Das wäre, glaube ich, eigentlich was für meinen Zwerg, ne? Beziehung haben wir schon gelernt. Berühmter Freundeskampf auch schon. Band der Pein. Okay, dann ziehst du das gleichen Schaden wie du erleidest. Hm. Es gibt bestimmt einen Weg, das sehr gut zu nutzen, aber mir fällt gerade keiner ein. Wir können ja erstmal das Besteck zum Verkauf anbieten. Die ganzen. Was habe ich hier noch? Machtdurchtränkung? Warum habe ich denn hier noch so viele Bücher, die gut sind? Seelenreißer? Das ist Gauner, das kann auch weg. Seelenreißer, übrigens nicht Seelenreißer, naja. Zauberstab der Natur, das kann auch weg. Jetzt haben wir hier noch magischer Zwergenstab. Macht irgendwelchen Wasserschaden. Eine Bärenhautrüstung. Voll finesse Dings. Die wäre auf jeden Fall noch was für Ifan, oder? Ja, die wäre auf jeden Fall ein Upgrade, sag ich. Was kosten die? 340, die nehme ich auf jeden Fall mit. Kopftreter. Mit diesen Kettenstiefeln klingt jeder Schritt eigentlich recht festlich. Das ist 2 plus Initiative. Was kosten die? 271. Das können wir uns auf jeden Fall noch leisten. Kleine Frostrune. Jo. Dann holen wir uns jetzt hier noch. Was war das? Mückenschwarm. So, ich nehme mal ein Angebot an. So, gut. Tschüss. Fortgehen. So, dann wieder Gegenstimmen herschieben. Achso, die Supernova könnte ich auch nochmal. Einmal lernen und einmal verkaufen. So, das hier noch. So, denn Bärenhaus. Das ist hin und her mit den Gegenständen, ne? Also die Frage ist, möchte ich jetzt ihn. Aber er macht ja auch ab und zu mal magischen Schaden. Setzen wir auf jeden Fall mal die Rune bei ihm ein. Die kann ich ja. Die Rüstung macht Hydro Plus, also Zwerg. Echt, macht sie? Stimmt, die macht Hydro Plus. Aber der hat nicht genug Finesse dafür, oder? Doch, er hat. Ne, er hat aber nur 10 Finesse. Der kann die ja nicht tragen, die Rüstung. Weißt du? Ist zwar schön, dass die Hydro Plus macht, aber er kann sie nicht tragen. Bringt also nichts. Die Rune einfügen. Kleine Messer. Maximal physische Rüstung. Active. Achso, das derzeit zieht nur als Waffen. Ach so, die Rune bestimmte Effekte. Ach so, jetzt verstehe ich das. Ich dachte, das zählt global für alle Rüstungen. Aber die Rune macht halt, je nachdem, wo du sie einsetzt, macht die einen bestimmten Dings. Also in diesem Fall macht die jetzt 10 plus magische Rüstung. Plus physische Rüstung. Was für mich ja nicht so schlecht ist, weil ja irgendwie gerne mal im Nahkampf angegriffen wird. Jetzt verstehe ich jetzt diese dummen Runen. Das würde ja Luftresistenz plus machen. Naja, das ist. Machen wir hier mal die Rune rein. Gut genug. So. Dann haben wir jetzt hier noch die Bärentreter, Fortstärke 11. Na gut, genau, weil da habe ich mir nicht gedacht, weil er hat mich Jacke, ne? Das ist hier noch Magier da, ne? Ist besser als nichts. Ich sollte übrigens mal diesen komischen Helm hier ausblenden. Habe ich eigentlich echt nichts Besseres gefunden als diese komische Maske? Bis jetzt ein Helm? So, Bärenhautrüstung. Wer kann das hier noch ausrüsten? Hat er Finesse? Ich habe es nämlich geahnt. Keiner von meinen Leuten hat Finesse. Ich entscheide hier Fertigkeiten bewirkst. Ha. Das Ding ist, niemand wird auf Finesse bekommen, weil brauche ich ja nicht eigentlich. Ich meine, für was soll ich denn hier Finesse leveln? Achso, Machtdurchdringung ist ja beschwörend, deswegen habe ich das hier noch rumliegen. Genau wie das da. Das kann er gar nicht lernen, er kann ja nur Nekromantie. So, Rinehippe. Da kriegt er nämlich auch mal ein bisschen aggressive Nekromantie. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. So, dann können wir nämlich den Mist hier Blutregen. Vom Blutregen bin ich übrigens überhaupt nicht begeistert. Das ist, Das tauschen wir mal den Schwarm aus. Und das hier, Blut der Fäulnis. Ich weiß nicht. Ich nehme da mal Blut der Fäulnis raus. Oder mal hier nicht das hier. Ne, Blutsauger war tatsächlich ganz gut. Nehmen wir das hier dafür mit Infizierung. Mal gucken, wir probieren das mal aus im nächsten Kampf. Der nächste Kampf kommt bestimmt. Für den zarten Ring, magische Rüstung, heißt. Den Ring von Brakkus halt. Ja. Der ist halt so ein bisschen kritisch, ne? Das ist halt schon schwierig, mit dem was zu machen. Trotzdem bräuchte ich noch irgendeinen Händler, der mir verdammt nochmal hier die ganzen Kampffähigkeiten verkauft. Also die positiven. Simone? Sie werden überleben. So, hier, die hat. Ja, die hat Hydro-Fähigkeiten. Ja, die habe ich ja alle schon, ne?
Ich glaube, der habe ich letztes Mal schon angekauft. Ich laufe hier im Kreis Eisfächer. Das Problem ist, dass mein Zwerg sowieso gerade keine Skillpunkte mehr hat. Eisfächer ist quasi das gleiche wie dieser Feuerfächer. Dem fand ich schon das Feuer durch. Was? Ich habe einen Ballon gekriegt? Zunderschwamm. Effekt unbekannt. Ich kann einen sinnlosen. Oh, hier Handschuhe, glaube ich. Ich habe. Ach so, weil er das ja gemacht hat. Da habe ich noch irgendjemand, der noch doofe Handschuhe hat. Oh ja, er hat noch welche. Der nimmt hier mal die guten Schuppenhandschuhe. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Upgrade. So. Nehmt die Eiche gerade gehandelt. Jules. Schon besser. Aufs mit Gebrüll. Wir werden die Insel retten. Ja, bestimmt Jules. Tschüss. Schön da noch. Mathis. Jemand hat mich geheilt. Ich war des Todes und wurde gerettet. Das ist ein Wunder. Ihn fragen, was hier zugestoßen ist. Die Magister haben unser Lager beim Hafen angegriffen. Wir kamen an ihrer Pfeile in die Seiten. Es wäre ein langsames Sterben gewesen. Ich habe das schon gesehen. Die fragen, ob wir imstande sind, mitzukämpfen, der Insel zu entkommen. Du kriegst einen kameradschaftlichen Klaps auf die Schulter. Offenbar ist da jemand wieder bei Kräften. Schön. Er verkauft doch trotzdem. Ich denke, er ist Händler. Keine Zweifel. Der alte Hauding ist immer noch kampflustig. Vor allem jetzt, da seine Wunden verheilt sind. Fortgehen. Finesse war doch wichtig für deinen Bogenschützen, oder? Ja, der Bogenschütze hat doch Finesse wie Sack. Aber ich habe halt gerade eine Rüstung gekauft, die halt strikt besser war als die er anhat. Aber die bringt halt Hydrosophie. Er kann aber keine Hydrosophie. Kann er einfach nicht. Also habe ich auch nicht vor, dass er es jemals lernen wird. Er ist noch ein Händler. Das ist halt das hat er noch? Hat er die Dinger? Was hat er denn hier noch? Polymorph und Gauner. Warum hat denn hier eigentlich keiner die Nahkampffähigkeiten im Angebot? Das tiltet mich hier gerade so ein bisschen, ne? Der hat auch nochmal die Bärenhautrüstung. Also die Bärenhautrüstung kann ich hier mehrfach kaufen, wenn ich das möchte. Ja, lauter Finesse-Sachen haben die hier, ne? Das Schild ist, das knapp, das Schild ist schon ganz gut, aber bei den Preisen bin ich größer. Ich könnte es mir leisten, aber nö. Ja, das kennen wir schon. Wer zum Teufel seid ihr? Ich heiße Ivan. Ivan? Auf der Flucht vor der Freudenfeste, ja? Ein Sucher erkennt einen Quellenmagier immer, wenn er einen sieht. Sagen das Zufall. Mit denen haben wir schon geredet. Na gut, dann können wir eigentlich nur mit Dugan? Dugan ist kein Händler. Na gut, dann reden wir nochmal mit. Dann reden wir nochmal mit Gratia. Aber bevor ich das mache, schnaube ich mir auf jeden Fall die Nase. Weil ich muss die ja wieder so lustig betonen. Das kriege ich hin. Vor dir steht eine in Tüchern gehüllte Gestalt. Du siehst nichts von ihren Augen, nur zwei schwarze Löcher in einer verzierten Maske. Willkommen, gesegnetes Wesen in Amadias Heiligtum. Mit wem habe ich das Vergnügen? Das haben wir mit dir nicht schon mal geredet. Dass du gehört hast, die könnt ihr eigentlich so Brachus Rex sagen. Das hatten wir auch schon mal im ganzen Dialog, oder? Diese Kreatur? Ich bin nur zu vertrauen mit ihrer Bosheit. Zum Glück ist sie seit Jahrhunderten tot. Er hat als Tyrann und Bestie über dieses Reich geherrscht. Er hat seine Quellenmagie gestohlen, nur den Tod hinterlassen. Auf dieser Insel hat er seine Waffen gebaut und getestet. Diese Sümpfe waren wie ein Spielplatz für ihn und seine Nekromanten. Viele unglückliche Seelen wurden hier verschleppt. Selig die, die schnell gestorben sind. Oder überhaupt gestorben. Den Dudalis an den Hals wünscht. Nick, du wirst schon geschrieben. Das ist heute gespürt. Brachus hat viele rastlose Seelen hinterlassen. Er hat dieses Land in das verwandelt, was es heute ist. Wirklich, die Magister haben die schlimmsten Werkzeuge von Brachus genommen. Erst die Lötungsstäbe und jetzt diese Kreischer. Ohne Waffen, die mächtiger sind als diese Stöcke, die Sucher schwingen, werden die gekreuzigten Monstruitäten sie samt und sonders umbringen. Held, ihr versichern, dass sie gerettet wird. Das höre ich heute schon zum zweiten Mal. Ihr Anführer Garrett war überzeugt, dass sie ihr von hier fortbringen können. Ich habe ihn von Brachus vor Ort an Seelen geschmiedeten Waffen berichtet, gegen die nicht einmal die Kreischer gefeit sind. Er ist aufgebrochen, um sie zu suchen, aber nicht zurückgekehrt. Das hatten wir alles schon. Ich fürchte um diese Seele, wenn wir in den Sumpf zu Schaden kommt. Ohne die Stäbe, die er sucht, wird niemand von diesen Inseln kommen. Nun, dann sollte ich mir. Das ist interessant, Leute, ob der Fang. Ja. Gerne, aber ich fürchte, es wird euch nicht besser gehen als den Sucher. Nördlich von hier, das hatten wir schon. Hier kann sich nicht die Macht der Kreischer überwinden als diese Waffe. Ohne sie sind die Sucher verloren. Wir sprechen alles mit mir. Ja, aber ich habe doch die Dingens schon, die Seelenstäbe. Oder nicht? Diesen Leutungsstab scheint der Schlüssel zu unserer Flucht sein. Wir müssen welche finden, zu gerade hier zurückkehren. Ich habe doch einen noch nicht. Hier. Ich habe auch einen inaktiven Leutungsstab auch noch. Ich weiß bloß nicht, wie man den wieder aktiv macht. Na gut, ich kann aber auf jeden Fall. So. Seid gesegnet. Was kann ich für euch tun? Den Deckengegenstand zeigen. Sie starrt, als du das Gefäß aus dem Rucksack ziehst. Als sie spricht, zittert ihre Stimme. Achso, jetzt kommen wir mit ihren Phylakterien in die Ecke. Ihr wart in den Katakomben. Ihr. Bitte gebt mir das. Gebt mir es sofort. Fragen, warum auf diesem Gefäß ihr Name steht.
Das spielt keine Rolle. Hauptsache, hier gibt es mir. Du bringst das Gerät. Wenn sich vorhin das Gefäß in das Gefäß fallen lassen? Naja, sie hat ja prinzipiell so ein bisschen die Vergebung sich da verdient, oder? Der Priester ist Religion, ob das nicht ein Fehler ist. Sie greift gierig nach den Gefäßen und reißt den Verschluss ab. Du siehst ein grünes Licht, das den Gefäßstein gerade ja umhüllen. Bei Amadia, ich fühle, Nesse. Oh Göttin, ich kann deine Tränen auf mein Gesicht spüren. Fragen, was ihr zugestellt seid. Ich nehme an, ihr verdient es zu erfahren. Bevor ich Amadias Gnade erfuhr, war ich jemand anders. Ich war die Konkubine von Bracchus Rex. Ah, das war die. Ich war eher seine Partnerin als seine Gespielin. Ich entdeckte seine Macht, sich die Quellenenergie anderer einzuverleiben, und ich ließ es zu. Nein, ich sorgte dafür, dass es geschah. Fragen wir, warum sie etwas so getan hat. Ihr versteht nicht. Niemand tut das. Mein Herz war voller Furcht, doch bei Bracchus war ich sicher. Er brauchte mich, ich brauchte ihn. Seine Stärke wuchs und meine mit ihr. Es gibt nichts, was man vom Schoß eines mächtigen Königs aus nicht tun könnte. Und ich habe alles getan. Doch die Macht verändert den Menschen wie sein Land. Bracchus wurde paranoid, zornig, mörderisch. Laut überlegen, was sie erwartet hätte, wenn sie in den dunklen Pfad verändern. Mitfühlen, es muss schrecklich gewesen sein, sie verändern. Mitfühlen. Ich habe versucht, es nicht zu sehen. Ich habe mir gesagt, dass alles in Ordnung ist. Je stärker er wurde, desto stärker war ich. Was für eine dumme Lüge. Ich gab ihm ständig mehr, ihn wieder für mich zu gewinnen. Ich opferte ihm die Quellenmagie ganzer Dörfer. Er verschlang sie und verlangte mehr. Das Land hier war früher furchtbar und schön, bis ich kam und sie ihm auslieferte. Nun ist alles zu Gift geworden und die Toten sind rastlos. Ihr sagt, dass du ihn zu den Toten schicken sollst. Etwas anderes verdient sie nicht. Feststellen, dass sie offensichtlich für ihre Verbrechen brüßt, was auch immer sie waren. Büße. Amadia ist gnädig in ihrer Liebe. Ich habe diesen Schrein gefunden, als ich einige Zauberer nachstellte. Ich fand die Göttin weinend und mir ihre Kinder vor. Und ich habe geweint. Die Krokodil finden von ihnen, die Hand auf die Schulter legen, sein, dass sie ihren Weg gefunden hat. Jaja. Sie hält einen Moment inne. Du bist sicher, dass sie sich die Augen wischen würde, wenn sie welche hätte. Durch Amalia habe ich meine Sünden gesehen und ich konnte es nicht länger ertragen. Ich sprang von der Klippe beim Eingang. Ich wollte die Welt von meinem Übel befreien. Doch Bracchus hat es nicht zugelassen. Er hat mich aus der Halle der Echos zurückgeholt, meine Seele weggesperrt, meinen Gehorsam verlangt. Sogar im Tod hat er mich befehligt. Fragen, wie sie entkommen ist? Ich war erst frei, als zwei Quellenjäger diesen Fluch ein Ende machten. Seitdem bin ich hier und versuche seit Jahrhunderten den Schmerz zu heilen, den ich bewirkt habe. Aber das hört sich so an, als wie etwas, was wir im ersten Teil tun. Zwei Quellenjäger? Ja, gut, dass ich den ersten Teil noch nicht durchgespielt habe. Hervorragend. Sie wirft das leere Seelengefäß auf den Boden und zertritt es. Ich danke euch, meine Schwester. Nachher greifen sie fest an sich, drücken ihr für die Geschichte und dafür danken, dass sie ein gutes Leben sie genommen. Sie beginnt zu sprechen und unterdrückt aber dann ein Schluchzen. Danke. Ich bin nicht. Ich kann nicht. Ich habe noch nie solche Freundlichkeiten erlebt. Danke. Danke für alles. Möget ihr für immer an Amadias Gnade wandeln. Hey, wir haben eine Belohnung gehalten. Und 4000 XP. Entweder eine wüste Axt. Ich wünschte, die würden mit allen Charakteren verglichen werden. Eine magische Kappe. 1 plus Geomantie sein, ganz schlecht. Also ich habe. Mein ganzes Team hat auch keine Hüte. Insofern ist es eigentlich gegen günstig, die Kappe zu nehmen. Was brauchen die sonst? Erfolgt in 12. Verdammt. Magische Lederhandschuhe. Finesse 12. Und ich glaube, ich nehme den Hut. Was haben wir hier noch? Mit der Giftflasche. Telekinese-Trank. So. So, gut, dann mal. Magische Kappe. Was habe ich denn hier auf dem Hut? Oh, magische Schuppenhelm. 1 plus Pyrokinetik. Aber ich glaube, ich habe sowieso irgendwie 3 Pyrokinetik. Ich brauche eigentlich nur 2. Ich setze mir den Hut auf jeden Fall selber auf. Hier, magische Kappe, das klingt gut. Zack. Die sieht übrigens von unten nicht halb so hässlich aus, wie ursprünglich gedacht. Aber magische Schuppenhelme, dann wer hat hier? Was macht denn das Ding überhaupt? Macht nur 1 plus Pyrokinetik. Das Problem ist halt, dass die Pyrokinetik halt niemandem irgendwas bringt. Ich habe bei ihm noch gar nicht. Warum kann er nicht schleichen? Ich habe gar keine Zivilfähigkeit, die ich bei ihm leveln möchte. Und da hatte ich mich schon darauf geeinigt, dass mein Zwerg die Türen knacken soll. Ich habe eigentlich nichts davon. Warum können eigentlich alle Leute tauschen in meinem Team? Was soll denn das? Ich glaube, ich level bei ihm einfach Diebereien. Einfach nur, damit ich Schlösser knacken kann? Ja. Habe ich auch noch einen Punkt, aber ansonsten Pyrokinetik. Nekromantie und. Ja, beschwören. Aber also, ich kann ja nicht beschwören. Die Auslösung ist ja. Tja. Gut. Haben wir das, aber ich wollte eigentlich noch den Stab hier abgeben. Warte mal. Stab?
Oh, gesegnetes Kind, sagt, was kann ich für euch tun? Sie fragen, ob sich daran erinnern kann, wurden noch gleich Garrett. Das hatten wir schon, Garrett? Erst ich denke, ich sollte ja davon erzählen, dass ich diesen dummen, der Kreischer. Diese Waffe scheint aus längst vergangener Zeit zu stammen, noch lange vor der Ära von Bracchus Rex. Wir sollten Gratiana vom Läuterungsstab erzählen, den wir gefunden haben. Ja, das würde ich wirklich gerne machen. Aber das Problem ist, dass ich Gratiana nicht darauf ansprechen kann, auf das Scheißding. Warum muss ich den. Aber ich ihn ausrüste? Geht das denn vielleicht? Hi. Nö. Könnt ihr das Drecksding verkaufen? Was hat sie denn nicht. Also ich glaube, sie hat die ganzen. Ja, sie hat die ganzen Zaubersprüche im. Auf Taschen, die ich noch über habe, ne? Bei der Jung des Witwers. 1 plus Stärke, 1 plus Jägersmann? Das ist aber eine seltsame Kombination. Ist das hier noch? Hier, du hast Plastik, habe ich ihn ja verkauft. Bei ihr. Na ja, gut, noch mehr Blitzmagie, die ich jetzt nicht unbedingt brauche. Und ich sage. Na, no, das hat man alles schon. Ha. Also einen Ring hier noch zu kaufen, ist halt auch irgendwie. Nö. Hm. Tja. Also ich kann dir den Stab nicht mal zeigen, wenn ich wollte. Na gut, dann muss ich jetzt anscheinend daraus so schlussfolgern. Oh, kann ich mit dir vorne mit den Leuten eigentlich noch reden? Möchte die vielleicht mit mir handeln? Oh, warte, Bahara ist Händlerin. Moment mal, wir müssen mit Bahara reden. Muss ich mal Amalia zu sprechen? Sie hat auch Bogenschützenfähigkeiten. Ich bräuchte ja mal irgendjemanden, der hier mal irgendwie vielleicht eventuell Sperrfeuer. Das kann er schon, oder? Er kann Sperrfeuer noch nicht. Niederhalten können wir schon. Taktischer Rückzug. Also taktischer Rückzug war doch der Mist, wo die Leute sich einmal wegteleportiert haben, oder? Das war doch. Wirkt wahrscheinlich auf dich selbst, damit ich fort von Drohnen. Achso, man kann nicht wählen, wohin das teleportiert. Ach so. Himmelsschuss? Moment mal. Die Bärenhausrüstung. Aber das ist sowieso Ivan, das ist sowieso der Typ, der den ganzen Scheiß hat. Die Bärenhausrüstung kann sowieso niemand anders anziehen. Den Mist hier mal, das haben wir, das haben wir, das kann weg. Machen wir's. Wurzeln zu Glypidin. Magischer Kiefernbogen, der ist halt einfach irgendwie. Er ist gar nicht so schlecht, der Kiefernbogen, aber der kann weg. So, jetzt haben wir 400 Gold. Ich hätte gerne auf jeden Fall Taktischer Rückzug. Das hört sich gut an. Himmelsschuss hört sich gut an. Und. Sperrfeuer hört sich eigentlich auch richtig gut an. Das kostet jede Menge Geld. Ivan ist schon der Typ, der feischen kann. Ich muss auf jeden Fall langsam mal aufhören, hier mit irgendwelchen Mist kaufen. Das ist halt irgendwie. Tja. Das geht ins Geld, ne? Ja, fortgehen, tschüss. So, dann kann Ivan auf jeden Fall noch die ganzen Bücher hier lernen. So, Sperrfeuer, die kann ich ja nicht alle benutzen, oder? Zumindest nicht sofort. Aber hier das Niederhalt, das ist sowieso Quatsch. Das benutze ich nie. Was? Er kann auch segnen? Er kann auch segnen? Warum können denn jetzt alle meine Charaktere segnen? Hä? Warum können jetzt alle meine. Moment mal, können jetzt alle das, oder? Ne, er kann das nicht. Der Zwerg kann nicht segnen, der Rote Prinz. Doch, der Rote Prinz kann auch segnen. Jetzt ist die große Frage, warum kann Bestie nicht segnen? Oder haben die Zwerge keinen Gott? Ach doch, er kann das auch. Okay, gut, er hat bloß keinen Platz gehabt. Also jeder von denen hat ihren Gott, ist ihren Gott begegnet. Die reden bloß nicht darüber irgendwie. Gut. So, war hier am anderen Ende von der Bude nicht irgendwie noch ein. Also irgendwo müsste doch hier noch der Händler für Nahkampf sein, oder nicht? So, ich habe mir diesen dummen Läuterungsstab in der Hand. Mit dem müsste ich doch eigentlich den Kreischer kaputt kriegen, oder nicht? Nehmen wir keinen jetzt meinen Nahkämpfer. Querschläge? So. Ja, die Skillliste wird auf jeden Fall zum Glück überhaupt nicht irgendwie großartig unübersichtlich. Also man kann ja nicht behaupten, dass man hier auf der Skillliste nicht. Achso, warum ist denn der Mist jetzt hier? Das ist ja auch erst. Okay, die Skillliste ist vielleicht doch minimal unordentlich. Chameleon? Das ist eine Polymorphfähigkeit, warum kann ich die eigentlich trotzdem machen? Ich wüsste mal so ein bisschen Ordnung hätte, aber eigentlich ist es im Prinzip ist es hier nur wie Buff-Zauber, irgendwelches Zeug hier. Naja, hier unten ist aber keiner mehr, so wie ich das sehe, oder? Das ist Kerban. Da unten steht. Was war hier unten ist noch? Da unten ist noch ein toter Magisterschwerkämpfer, aber der wird wahrscheinlich keinen Loot für mich haben, nehme ich mal an. Und dann bin ich ja erstmal durch, soweit, oder? Oder steht hier hinten noch irgendwie halt am Ausgang?
Wir haben auf jeden Fall eine Menge Lust hier. Ohne groß spoilern zu wollen, kriegst du noch ein paar Fertigkeiten einfach so. Oh, verdammt. Das hätte ich vielleicht wissen sollen, bevor ich hier stundenlang eingekauft habe. Na gut, so jetzt. So, dann gehen wir auf jeden Fall erstmal wieder zurück zum Mergelmoor. Und rennen wieder da runter. Da war ich schon. Wo will ich denn ja nicht überhaupt hin? Hier will ich hin, ne? Da, oder? Da. Nee. Moment. Hier will ich hin. Nee, will ich hier hin? Doch. Das sieht so aus wie der Ort, wo ich hin möchte. Wenn man die Feste hier ist, zwar, sieht zwar recht interessant aus, aber das ist nicht der Ort, wo ich hin will. Ich mache kurz die Karte wieder auf den Norden drehen. Hier. Irgendwie ist diese Insel noch ganz schön dolle groß, weil das da hinten ist. Da war ich unten in der geheimnisvollen Höhle. Da war ich noch gar nicht. Ich komme hier gerade. Ach ja, das ist der Weg, wo ich vorhin mit dem brennenden Schwein, da wo ich nicht durchkomme, ne? So, ich will eigentlich dahin. Hier, zur Brakkos Waffenkammer will ich eigentlich. Das heißt, ich will von hier aus, wo meine Charaktere aktuell gerade sind, will ich nach Norden laufen. Und dann ging es hier irgendwie hoch. Dann will ich hier. Und der dumme Kreischer war da. Gut. Rennen wir also erstmal dahin. Meine Quellenwaage sagt mir, das segnen. Ach so. Ja, wenn mich die Götter da noch mehr segnen wollen. Kommt das nicht ganz überraschend, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Das könnte ich aber bestimmt zumindest mal Talene davon überziehen, dass ich jetzt gerade so einen tollen Leute im Stab gefunden habe. Mal sehen, ob der was hilft. So, unser kleines Gespräch ist schon vorbei. Toll. Sehen wir was im Angebot? Spielzeugwandschirm? Warum hat sie einen Spielzeugwandschirm? Ach. Mir fällt gerade so ein, ich habe hier noch irgendwelche Bilder auf Tasche und. Welche Nekromanten sie sehen, Gefäße? Naja, das ist, wenn ich den Leuten begegnen kann, dann können wir das ja immer noch einsetzen. So, Quicksave. So, jetzt läutern. Galvanisiert. So. Oh, 1 plus Quellenmagierpunkte. Hervorragend. Ich habe euch beinahe auf meinem Magister gehalten und meine Klinge durchbohrt. Das war knapp. Ja, schön. So, wir haben auf jeden Fall den Typen da, Kreischern, den werde ich mich nie gewöhnen. Ja, hey, groß kann ich im Fleisch und in der Hasenpfote. Sehr gut. Schneidbrett und die, wer hat denn bitte schon ein Schneidbrett bei? Also wirklich. So, ich habe den Ring des Rings gebannt. Ich stecke ihn lieber nicht noch einmal an. Okay, das war die ganze Quest. Ich kann den Blumen. Toll. So, dann kann ich jetzt ja meine normale Waffe ausrüsten, aber was? Meinen magischen Zwergenstab, nicht so. Nee, warte. Den. So, nochmal schwer. So, ja. Toll. So, was? Ein Reisekoch? Ja, offensichtlich. Hm. Das war jetzt ehrlich gesagt nicht so doll, ne? Das ist. Ich meine, mit dem Kampf hätte ich ja vorhin schon mitmachen können. Hätte ich auch von oben eingreifen können, oder? Was ist das denn? Magisterschwertkampf? Wie viele Morde braucht ein Sucher? Gehen wir? Augen offen halten. Wenn der Sucher tot ist, können wir dem Wagen zur Rachefürstin folgen. Ach, da oben ist noch ein einzelner Typ. Ach nee, da oben ist Talene jetzt hin. Wir sind hier jetzt zurückgekommen. Kennt die andere Wege als ich? Magister? Hier? Ich dachte, diese Sümpfe werden verlassen. Ja. Aber mein Helm ist vielleicht doch irgendwie nicht so ganz so unwitzig hier. Ja, hm. Jetzt könnte ich hier oben in den Kampf eingreifen von ihm hier oder nicht. Weil da oben ist noch eine Leiter. Na gut, dann machen wir das mal und gucken uns das mal an, ob wir irgendwie oder mal. Kann ich nicht hier irgendwie mein ganzes Team erstmal mich hier ein bisschen in Position schleichen? Oder wäre ich jetzt sofort entdeckt? Ja, zumindest der Zwerg müsste doch zumindest hier ganz gute Schleichchancen haben, oder nicht? Ich würde gerne mein Team gerne verteilt wissen, hier oben so stehen, dass ich direkt wirken kann. Schön, wie die Hälfte, nur die Hälfte mein Team im Kampf ist und der Rest noch nicht. Der rote Prinz hätte eigentlich noch viel weiter gewusst. Naja, gut. So, Hüte, dann werden wir diesen Kampf mal schlagen in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann. Ciao.